Nun hat es also auch die Adler zu Hause erwischt. Aber die Trainingseinheiten nach der ersten Heimniederlage waren weder von Hektik geprägt, noch gab es außergewöhnliche Übungseinheiten. Denn kein Mensch konnte erwarten, dass Mannheim alle 26 Heimspiele gewinnen würde. Aufgearbeitet wurde das 2:4 gegen Ingolstadt aber allemal. Wir haben uns das Spiel natürlich noch mal angeschaut und waren enttäuscht über das Ergebnis. Wir haben den Puck einfach nicht so bewegt, wie wir das sonst immer tun. Wir haben beim Betrachten der Spielbilder selbstverständlich auch auf die Dinge geachtet, die wir darüber hinaus nicht so gut gemacht haben und in denen wir uns auf jeden Fall verbessern müssen. Und solche Dinge gibt es immer. Perfektion erreicht niemand im Leistungssport. Auffallend war gegen den amtierenden Meister, dass die Defensive leicht ausgehebelt wurde, wenn der Gegner schnell durch die neutrale Zone kam. Bestens zu sehen beim 0:1. Dass ein Team wie die Adler mit der offensiven Ausrichtung in Konter laufen kann, ist klar. Aber gegen Ingolstadt war das ein wenig zu oft der Fall. Völlig ungewöhnlich für unser Spiel haben wir Dinge im gegnerischen Drittel getan, die es bisher so nicht gab bei uns. Wir hatten viel Puckbesitz, waren oft in deren Drittel und haben die Scheibe auch gut gesichert. Nur wir haben die Spielzüge nicht zu Ende gebracht. Und deswegen haben wir letztendlich den Puck dann auch verloren. Wir wussten vorher, dass Ingolstadt seine Stärken in der Offensive hat, besonders wenn sie kontern können. Wenn man dann so einem Team die Chance gibt, den Puck im eigenen Drittel zu erobern, um schnell umzuschalten, dann spielt man genau in deren Hände. Und wir haben das ein paar Mal gemacht, obwohl wir die Spieler vorher davor gewarnt hatten. Das war das Ungewöhnliche an diesem Match. Eine deutliche Steigerung muss ohne Frage beim Überzahlspiel im Hinblick auf die Playoffs her. Mit einer Trefferquote von 17,1% liegen die Adler nur im Mittelfeld der Tabelle, was angesichts der Qualität der Spieler überraschend kommt. Wobei man nicht sagen kann, dass das Powerplay so aussieht wie die Zahlen, ganz im Gegenteil. Es wird schnell gespielt, der Gegner und vor allem der gegnerische Schlussmann wird viel bewegt. Alleine die Effizienz lässt viel Platz für Wünsche. Von der Struktur her haben wir eigentlich ein gutes Powerplay. Wir bewegen den Puck sehr schnell und bekommen dadurch viele Chancen. Aber Möglichkeiten zu kreieren ist die eine Seite, sie auch zu verwerten die andere. Ich glaube, wir verpassen oft den Moment, in dem wir schießen sollten und spielen den Puck zum Mitspieler und genauso ist es umgekehrt. Manchmal wollen wir es einfach zu schön machen. Das perfekte Tor erzielen, stattdessen sollten wir die Sache ruhiger und cooler angehen und das Überzahlspiel einfacher gestalten. Aber es gibt deswegen bei uns keine Panik. Mit dem Powerplay ist es doch immer so im Lauf einer Saison. Es gibt Höhen und Tiefen. Ich habe in dieser Hinsicht ein gutes Gefühl, weil wir exzellente Spieler haben. Manchmal gibt es eben nun mal im Powerplay Ups and Downs. Dennoch ist zu bemerken, dass sich die Gegner mittlerweile besser auf das Spiel der Adler eingestellt haben, was nicht wirklich überraschend kommt. Es dauert jedes Jahr ein paar Wochen, dann sind alle Geheimnisse gelüftet. Nicht nur bei den Adlern wird viel Video geschaut. Entsprechend enger werden die Matches gerade zwischen Top-Teams wie Mannheim und Ingolstadt. Wir haben jetzt mindestens einmal gegen alle Mannschaften gespielt. Jeder kennt unsere Taktik mit all seinen Nuancen. Genauso wie wir diese Dinge von den anderen wissen. Wenn wir die Mannschaft sind, die wir sein wollen, dann müssen wir einfach so weitermachen wie bisher. Wir müssen jeden Tag hochkonzentriert zur Arbeit kommen und wir müssen uns weiter verbessern. Nicht nur jeder Spieler, sondern als Team insgesamt. Das gilt auch für die taktischen Dinge. Man kann nicht gegen jeden Gegner gleich spielen und hoffen, damit erfolgreich zu sein. So wie sich der Gameplan verändert, müssen manchmal die Spieler sich verändern. Zum Heimspiel gegen Ingolstadt war auch Manager Till Fowler zurück in Deutschland. Die Pause nutzte er traditionell zu einem Trip nach Nordamerika. Weniger, um sich einen Spieler anzusehen, sondern vielmehr, um Gespräche zu führen. Das ganz Wichtige ist der persönliche Kontakt mit den Agenten, mit den Coaches, die da sind. Und eigentlich, dass die Jungs wissen schon, dass die Adler Mannheim sind unterwegs. Und wenn man sich entscheidet, irgendwann nach Europa zu gehen, dass wir auch, wir haben einen sehr guten Eishockey-Club in Mannheim. Und wir pflanzen ein bisschen da im Kopf, was könnte noch alles eventuell passieren.
Können die Agenten, die sicherlich, aber auch die Spieler, für die ihr euch interessiert, mit dem Namen Adler Mannheim etwas anfangen? Und wie ist das Ergebnis, wenn du dich fragst nach den Adler Mannheim? Ja, ich meine, wir haben immer wieder ein sehr starker Ruf. Ich glaube, dass nicht nur die Adler Mannheim, aber auch jetzt die DL und besonders die Eishockey in Europa, man sieht schon, dass das über die letzten Jahre sind sehr viele Spieler auch nach Europa gekommen. Das ist immer wieder das größte ich sag mal, Punkt ist auch dem KHL, dass wir auch geben all diese Spieler die andere Möglichkeit, mehr zu schauen auf Familien und was wir für Infrastruktur innerhalb der DL haben, ist eine von den besten in Europa. Wie man trainiert, so spielt man. Das ist eine Uraltweisheit im Eishockey. Wenn man die Übungseinheiten diese Woche gesehen hat, dann darf man sich durchaus auf das Derby am Freitag gegen Schwenningen freuen.